Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Willkommen zur Sendereihe Welt im Ohr. In dieser Sendung geht es um die Ursachen von Waldbrände und ihre Auswirkungen auf alles Leben. Feuer ist ein natürlicher Faktor in Ökosystemen und wie die Natur daran angepasst ist, hört ihr von Christian Berg. Er ist Vegetationskundler und leitet den Botanischen Garten in Graz. Im ersten Interview erzählt er uns, warum es im Wald brennen muss. Im zweiten Interview mit Harald Fazig erfahrt ihr über das Projekt Fire Maps, das sich wissenschaftlich und praxisnah mit Waldbrandmanagement um den Mount Kenya Nationalpark beschäftigt. Der Forstwirt berichtet über Ursachen von Waldbränden, wie Feuer als Waffe eingesetzt wird und wer von Brandstiftung profitiert. Mein Name ist Mayada Hadaya. Herzlichen Dank, Christian Berg, fürs Einschalten, für den Anruf aus Graz. Ja, ich bin in Graz. An der Uni Graz. Bitte können Sie sich vorstellen? Ja, mein Name ist Christian Berg, bin Ökologe hier am Institut für Pflanzenwissenschaften und leite den Botanischen Garten Graz. Bin von der Forschung her Vegetationskundler. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, uns ein bisschen was über Feuer und Biodiversität zu erzählen. Mhm. Was können Sie darüber erzählen? Also die Natur unterliegt ja zahlreichen periodisch schwankenden Umweltbedingungen, die nicht immer besonders zuträglich sind. Das bekannteste Beispiel ist Tag und Nacht oder Sommer und Winter. Ja, wenn es immer nur Nacht wäre, dann würde das Leben hier in ein paar Wochen aussterben. Genauso ist es mit dem Winter. Das ist eigentlich eine katastrophale Zeit. Oder auch dieses periodische Wandel zwischen Regenzeit und Trockenzeit, wie wir es in den Tropen kennen. Und diese lebensfeindlichen Perioden, also Nacht, Winter, Trockenzeit, die werden von den Ökosystemen und auch von den Pflanzen und Tieren halt immer irgendwie überwunden und überdauert. Und sie sind im Laufe des Lebens sehr stark daran angepasst. Ein besonders schönes Beispiel für eine katastrophalere Dynamik ist die Überflutung. Das haben wir zum Beispiel zweimal täglich im Wattenmeer, sogar mit Salzwasser, was besonders giftig ist. Oder zweimal jährlich in den Auen. Da wird die gesamte Aue von Wasser überflutet und das führt natürlich auch zu Todesfällen und zu ähnlichen katastrophalen Dingen. Aber wenn diese Überflutung nicht kommt oder dann ist das Wattenmeer oder die Aue, dann sind sie sozusagen, gehen sie kaputt, weil sie eben an diese Katastrophendynamik angepasst sind. Und ganz ähnlich verhält sich das eben auch mit Feuer. Feuer ist auch ein natürlicher Faktor in Ökosystemen, tritt unterschiedlich häufig auf, ein paar Mal im Jahr bis hin zu einmal in 100 Jahren. Und auch daran ist die Natur normalerweise angepasst. Die wichtigsten Ökosysteme, wo es Feuer gibt, ist einmal diese mediterranen Ökosysteme, also Kalifornien, Chile, Südwestafrika, Südaustralien und der Mittelmeerraum. Das sind auch Gebiete, aus denen man häufig in den Nachrichten hört, dass dort der Wald brennt, weil dort eine Sommertrockenheit herrscht. Das sind die Winterregengebiete und im Sommer kommt Hitze und Trockenheit zusammen und das erzeugt eben gute Bedingungen für häufige Feuer. Das ist das eine große Ökosystem. Und das andere ist die Savanne, beziehungsweise der Übergang zwischen Wald und Savanne in den Tropen, wo eben Feuer dazu führt, dass die Savanne gefördert wird und lange Perioden ohne Feuer führen dazu, dass der Wald wieder vordringt in die Savanne. Und da gibt es also sozusagen immer ein Hin und Her. Die Tiere haben sich und Pflanzen haben sich also angepasst an dieses Feuer, an diese Katastrophendynamik.
Es gibt also bei den Pflanzen sogenannte Pyrophyten, also richtige Feuerpflanzen, die also das Feuer ein bisschen auch fördern. Sie kennen vielleicht Eukalyptusbäume mit dieser Rinde, die immer so abblättert. Die erzeugen also richtig auf dem Waldboden eine richtige schöne Schicht von knochentrockenem Material, was eben auch noch ätherische Öle enthält, was man ja vom Eukalyptus kennt. Und das brennt also wirklich wie Zunder. Und die Pflanze selber sorgt also dafür, dass immer genug Brennmaterial da ist, damit es ab und zu mal brennt. Und viele Früchte, zum Beispiel in Australien, sind aus dickem Holz und öffnen sich halt nur nach Feuer. Und in der Evolution spielt das auch eine große Rolle. Evolution entwickelt sich ja im Erobern neuer Lebensräume. Aber wenn es ab und zu brennt, dann ist das Erobern neuer Lebensräume gar nicht mehr nötig. Dann muss man nur lange genug warten auf ein Feuer und es entsteht wieder ein Lebensraum vor Ort sozusagen. Und daher auch diese Holzfrüchte, die fallen natürlich nicht weit, sondern immer nur runter, öffnen sich aber erst, wenn es brennt. Und dann wissen sie genau, jetzt ist wieder Platz, es ist genug weggebrannt. Und auf diese Art und Weise stabilisiert sich das Ökosystem. Für uns sieht das natürlich irgendwie erstmal katastrophal aus, aber in der Periodizität und der Elastizität von Ökosystemen kommt das dann immer wieder auf einen stabilen Zustand bis sozusagen zum nächsten Feuer. Wenn dieses Feuer nicht kommt, dann würde dieser Zustand instabil werden. Das ist also durchaus eine sehr interessante Geschichte. Ja, und nun kommt der Mensch ins Spiel. Diese lebensfeindlichen Perioden, die dürfen natürlich nicht ewig gehen und sie dürfen nicht öfter kommen, als das System angepasst ist. Also wenn es immer Nacht bliebe oder immer Winter, das wäre natürlich eine Katastrophe. Und genauso, wenn sozusagen die Feuergeschwindigkeit zu schnell ist, also wenn der Mensch häufiger Feuer legt, dann verändert sich das Ökosystem und kann nicht mehr in seiner Elastizität zurück in den Ausgangszustand. Dann kommt es also zu Veränderungen, zu Schäden, könnte man sagen, am Ökosystem. Sie haben gesagt, der Mensch kommt hinzu. Das bedeutet, die eine Möglichkeit, dass es brennt, ist, wie Sie schon am Anfang erzählt haben, eine natürliche. Und die zweite Möglichkeit, wenn der Mensch hinzukommt, also entweder Feuer werden gelegt, absichtlich, oder es gibt ja diese Kulturtechnik auch, also um auch wieder Platz zu machen sozusagen. Die Brandrodung. Ja, um Wald zu beseitigen, um Nutzfläche zu gewinnen, ist Feuer natürlich auch ein probates Mittel. Und können Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, wie sich das die Waage hält? Also ist da jetzt Brandrodung nach wie vor wichtig oder ist das der natürliche Zyklus, der sowieso passiert? Beziehungsweise, warum legen Menschen Feuer? Ja, Menschen legen hauptsächlich Feuer, also wenn sie es wirklich legen, dann also eigentlich nur aus einem Grund, um die Landnutzung zu befördern. Das kann einmal sein, dass man die alte Spreu, das hat man bei uns ja früher auch gemacht, an den Böschungen und so. Die Älteren werden sich erinnern, dass es immer mal gebrannt hat am Straßenrand und so. Da hat man versucht, also diese Spreuschicht zu beseitigen, die entsteht, wenn die Pflanzen im Winter absterben, dann legt sich über die Grasnarbe so eine Spreuschicht. Wenn man die abbrennt, dann treibt gut das junge Gras nach. Es wird auch gedüngt, weil durch das Feuer entstehen mineralische, also Asche, und Asche ist ein Pflanzennährstoff oder kann ein Pflanzennährstoff sein. Dadurch wird also der Standort selber, so wie er ist, erhalten, aber besser nutzbar. Und die andere Variante ist, ich will den Standort also eigentlich verändern, und das macht man meistens, wenn man Wald vor sich hat. Wald ist durchaus was Nutzbares, aber wenn ich Ackerbau betreiben will oder Grünlandwirtschaft, dann stört mich der Wald und dann kann man den Wald abbrennen. Und wenn ich dann hinterher gleichzeitig mit Tieren reingehe, also Weidetiere, dann kann sich der Wald nicht regenerieren. Weniger durch das einmalige Feuerereignis, sondern durch das anschließende Nutzen durch den Menschen. Und der Mensch verändert dann sozusagen das Ökosystem nachhaltig. Eine nicht nachhaltige Veränderung des Ökosystems durch den Menschen ist ja dann, wenn Brände gelegt werden, um zum Beispiel Land für andere Zwecke nutzbar zu machen. Also es ist bekannt, dass Konzerne Land so auch für sich in Anspruch nehmen. Haben Sie da auch damit zu tun, mit solchen absichtlich gelegten Bränden? Also ab und zu tritt sowas mal auf und man hört ja auch in Portugal und so, dass Landspekulanten zum Beispiel Schutzgebiete abbrennen, damit
der Glaube entsteht, das Land ist jetzt wertlos und wir können es jetzt billig als Bauland verkaufen und so. Wenn es kluge Behörden vor Ort gibt, dann wissen die, dass das nicht so ist. Dann kann da eigentlich gar nichts passieren, aber es ist natürlich dann immer der Drang, schnell irgendetwas zu tun. Man braucht für diese Regeneration nach Feuer natürlich Geduld und die hat heutzutage ja niemand mehr. Also das kann schon ein Problem sein, aber ich persönlich bin jetzt noch nicht damit bei meiner Arbeit konfrontiert worden. Das heißt, Feuer und Biodiversität ist etwas Nützliches, aber Feuer ist sehr gefährlich. Wie kann man denn Pflanzen und Tiere schützen, trotz dieses natürlichen Prozesses, der hier und da mal passiert? Gibt es da Methoden oder ist es wichtig, dass der Mensch hier schützend eingreift? In der Natur erledigt sich das von selbst. Die Schäden, die durch Feuer entstehen, entstehen entweder an Bauten oder an menschlicher Kultur, also an Nutztieren oder an Baumkulturen und Ähnlichem. In der Natur, die hat ja sowieso aus ökonomischer Sicht keinen wirklichen finanziellen Wert, da werden solche Schäden gar nicht ermessen. Und die Natur kann das auch in der Regel regenerieren, wenn man ihr Zeit lässt. In Australien ist es teilweise so, dass man durch diese Feuerschutz, man hat ja Türme gebaut und Wachposten eingerichtet, dass man Feuer sozusagen, was in Australien auch immer wieder natürlich entsteht, dass man das einschränkt, indem man es früh sieht, Feuerwehren losschickt und löscht. So, und mittlerweile zündet in Australien der Naturschutz den Wald systematisch an, indem er das Feuer in der Zeitung publiziert und so, weil man gemerkt hat, dieser Schutz der Ökosysteme vor Brand hat eben zum Verlust von Biodiversität geführt in dem Moment. Schützen müssen sie also die Ökosysteme nicht. Was man natürlich schützen muss, sind menschliche Bauten, Dörfer, Städte und Siedlungen und Nutzvieh und zum Beispiel, wenn ein Stall ist, der brennt natürlich, ein Holzstall, der brennt natürlich auch rasend schnell ab und das Nutzvieh würde dann verbrennen. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Die Wildtiere, die wissen damit umzugehen. Also für die ist das auch keine besondere Katastrophe. In Afrika sind das ja die ganzen Großtiere, die ja relativ beweglich sind, die große Reviere haben. Die, wenn es brennt, nehmen die Reißaus. Also das ist keine Frage. Aber sie können natürlich mit Brand umgehen. Also wenn sie im Zirkus mal gesehen haben, dass ein Tiger durch einen brennenden Reifen springt. Das macht er nicht, weil sie ihm das so beigebracht haben. Also das könnte man mit einem Eisbären, der würde nie in die Nähe von Feuer gehen, weil er das gar nicht kennt. Aber die Tiger sind das gewohnt, wenn es um sie herum brennt, müssen sie da durchspringen. Und aus diesem Grund hat der Mensch sich das in der Dressur zunutze gemacht, dass er weiß, also Tiger haben keine große Angst vor Feuer. Deshalb kann man sie durch brennende Reifen springen lassen im Zirkus. Die Tiere gehen damit um. Kleine Tiere verkriechen sich in der Erde, wo es kühl bleibt. Und große Tiere rennen einfach weg. Und die Pflanzen haben verschiedene Abwehrmechanismen, also breite Rinden, dickes Holz oder Samen, die also auch in der Erde still vor sich hinlegen. Die meisten Naturfeuer sind ja relativ kühl und schnell. Das sind ja so, man sagt, Buschfeuer, die also sozusagen die Grasnarbe abbrennen. Da wird es nicht besonders heiß. Also das kann man wirklich überstehen als Wildtier. Herr Berg, ich bedanke mich herzlich für diesen informativen Überblick über Feuer und Biodiversität. Und alles Gute nach Graz. Danke. Danke vielmals. From Michigan to the north, to the west and the south, and don't forget the east, because we're not the least. And so we coming on the mic, and yes, the rhyme release. I get you high like marijuana, feel me like prana or chi, cause my rhyme is the key. Open up your mind and positive energy. To me, it's as easy as 1, 2, 3. Just freestyling straight off the mental, because I rip this shit, then just get bent, and then I come up on the mic, because you know I'm legit. I'm just from Hollywood, let you know that we good. Money maker, rough shaker, heartbreaker, chance taker, mad player, rhyme sayer, not a faker,
or play a hater. Just freestyling straight off the mental. Because I rip this shit, then just get bent. And then I come on from the mic because you know I'm legit. I'm just from Hollywood, let you know that we good. Money maker, rum shaker, heartbreaker, chance taker, mad player, rhyme sayer, not a faker, or play a hater. Forget the east, because we not the least. And so we coming on the mic, and yes, the rhyme release. I get you high like marijuana, feel me like prana or chi, cause my rhyme is the key. Open up your mind and positive energy. To me, it's as easy as 1, 2, 3. Just freestyling straight off the mental. Because I rip this shit, then just get bent. And then I come up on the mic, because you know I'm legit. I'm just from Hollywood, let you know that we good. Money maker, rum shaker, chance taker, mad player, rhyme sayer, not a faker, or play a hater. Just freestyling straight off the mental. Because I rip this shit, then just get bent. And then I come up on the mic because you know I'm legit. I'm just from Hollywood, let you know that you're good. Money maker, rum shaker, heartbreaker, chance taker, mad player, rhyme sayer. Herzlich willkommen, Harald Fazig. Schön, dass du ins Studio gefunden hast und du bist hier, um uns über Waldbrandmanagement zu berichten. Es gibt ein Projekt, das sich FireMaps nennt. Es wird gefördert von der Kommission für Entwicklungsforschung und wurde 2015 bis 2017 durchgeführt in Kenia. Ja, genau, das ist richtig. Wir haben die Chance, dass wir dort auch kooperieren können mit der Universität in Egerton und auch mit dem Kenyan Forest Service, die uns ganz tatkräftig unterstützen in dem Projekt. Ich würde dich jetzt bitten, dich kurz vorzustellen. Du bist Forstwirt. Ja, genau. Also wir beschäftigen uns mit der Waldbewirtschaftung. Das heißt, wie können Wälder eben behandelt werden, damit sie die Wunschvorstellungen und Ziele der Bevölkerung, der Waldeigentümer erfüllen können. Wälder haben ja ganz unterschiedliche Aufgaben, ob sie jetzt eben zur Holzproduktion dienen, ob sie Nahrungsmittel produzieren für die Bevölkerung oder eben auch als Brennholzbedarf, ob sie Schutz vor Erosion bieten oder generell die Trinkwasserproduktion sicherstellen können. Und je nachdem eignen sich halt dann unterschiedliche Bewirtschaftungsmethoden, um den Wald so zu gestalten, damit er diese Bedürfnisse der Bevölkerung einfach erfüllen kann. Und im Rahmen der Forschung beschäftige mich einfach dann sehr stark mit den Fragen, wie man diesen Prozess der Planung auch unterstützen kann und wie man entsprechend die Waldbewirtschaftungsmethoden auch abstimmen kann auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und Waldeigentümer. Im ersten Teil hatte ich Herrn Christian Berg zu Gast. Der ist Ökologe von der Universität Graz und er hat berichtet, was Feuer und Biodiversität oder Feuer für Biodiversität macht. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Ursachen, wie Waldbrände entstehen können. Also im Wesentlichen spricht man ja von diesem Feuerdreieck oder Fire Triangle. Das sind eben diese drei Komponenten, die wichtig sind, dass überhaupt Brände entstehen können. Es braucht Sauerstoff. Es braucht die Vegetation und es braucht einen Auslöser, also irgendeine Art und Weise, wie Hitze zugeführt wird. Für die Frage des Auslösers sind in weltweit ist es so, das ist auch in Österreich nicht anders, ist eben der Faktor Mensch ein großer, relevanter Faktor. Einerseits kann das Brandstiftung sein, das können aber auch Formen der Landnutzung sein, die einfach dazu führen, dass Brände, die gelegt werden, gezielt gelegt werden, dass die auch außer Kontrolle geraten und dann großen Schaden verursachen können. Zu einem geringen Anteil gibt es natürlich auch natürliche Ursachen. Blitzschlagbrände zum Beispiel haben eine Bedeutung in manchen Gebieten, wo eben die Brandursache eben eine natürliche dann ist und keine von Menschen gelegte.
bevor ich zu eurem Projekt komme, wozu braucht man denn überhaupt Waldbrandmanagement in Kenia? Kenia war so, dass eben in den 80er Jahren schon sehr stark Anstrengungen unternommen worden sind, um mit Waldbrandmanagement umzugehen und auch hier Vorkehrungen zu treffen. Es wurden hier auch einiges an finanziellen und humanen Ressourcen investiert, zum Teil auch von der amerikanischen Regierung und von der britischen Regierung. Und es hat sich aber dann gezeigt, dass einfach, wenn diese Finanzströme einfach ausfallen, dass sich in weiterer Folge sehr wenig dann vor Ort konkret in den jeweiligen Regionen einfach tut. Die Menschen, die in den Gebieten leben, die sehr stark betroffen sind von Waldbränden, haben oft kein Training bekommen, wie sie jetzt zum Beispiel im Rahmen der Brandbekämpfung damit umgehen sollen, welche Werkzeuge sie verwenden, in welcher Form sie verwenden sollen. Es gibt auch zum Teil kein Bewusstsein darüber, welche Rolle Waldbrände spielen können, über die Vegetation zum Beispiel gesehen, welche Zeiten jetzt gefährlich und weniger gefährlich sind. Und das war eben auch der Anknüpfungspunkt für uns, hier gemeinsam mit den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen herauszuarbeiten, was sind jetzt da vielleicht der Nutzen von Feuer und was sind auch mögliche Gefahren von Feuer, und dass man sich auch das gegenüberstellt, weil Waldbrände als solches können immer aus diesen zwei Dimensionen heraus betrachten werden. Also man sagt dann oft, Fire is a good servant but a bad master. So, das heißt, bedeutet einfach, dass sehr viel von positiven Faktoren von Bränden ausgehen kann, aber auf der anderen Seite auch sehr viele Gefahren ausgehen können. Und das versuchen wir eben gemeinsam herauszuarbeiten, um hier die Bevölkerung fit zu machen im Umgang mit Bränden. Ich habe dich eingeladen, weil ich es wichtig finde, diese sozioökonomischen Aspekte näher zu beleuchten. Und ich habe in eurem Projekt gelesen, dass ihr sehr praxisnah arbeitet, das heißt auch mit lokalen Gemeinden am Mount Kenya. Kannst du beschreiben, welche Menschen da leben, wie sie leben, wie können wir uns das vorstellen? Es gibt auf der einen Seite von den Gemeinden einen sehr hohen Bedarf an natürlichen Ressourcen, die sie aus den Wäldern beziehen rund um Mount Kenya. Man kann das auch klimatisch natürlich in Abhängigkeit der jeweiligen Regionen rund um Mount Kenya, da sind die klimatischen Bedingungen auch nicht ähnlich. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um den täglichen Bedarf zu stillen. Eher auf der humiden östlichen Seite, dort spielt die Teeproduktion oder die Kaffeeproduktion eine sehr starke Rolle, wo eben sehr viele hier ein ganz wichtiges Exportgut auch für Kenia produzieren. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die westliche Seite zum Beispiel hernehme, wo es auch viel trockener ist, wo die Niederschlagsbedingungen ungünstiger sind, wo es auch heißer ist, da geht es auch darum, dass man im Rahmen der Waldbewirtschaftung hier die Bedürfnisse der Bevölkerung durch Brennholzversorgung, durch einerseits das Sammeln von Nichtholzprodukten, das kann eben Honig sein, das können auch medizinische Kräuter sein, andere Waldprodukte, die man einfach nutzen kann, um den Nahrungsbedarf zu decken, bis auch dahingehend, dass natürlich das ganze Nationalparkgebiet rund um Mount Kenya ist ja auch touristisch sehr bedeutend. Das heißt, dass dort auch sehr viele, man schätzt so, dass es rund 1000 Personen sind, die als Führer zum Beispiel auch dann Touristen führen, als Guides unterwegs sind und so ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, die Herausforderung, dass der Wald und die natürlichen Ressourcen dort geschützt werden, dass die hohe Artenvielfalt, die von Mount Kenya bekannt ist, dass die auch als solches geschützt wird, dass einfach eine saubere Luft, ein sauberes Wasser vorhanden ist, um es eben auch attraktiv zu nutzen für die unterschiedlichen Zwecke, eben Tourismus oder auch als Nahrung. Das macht einfach einen wichtigen Stellenwert bei der ländlichen Bevölkerung aus. Das heißt, das Spektrum der Landnutzung ist, wie du erzählt hast, schon sehr breit. Also einerseits große Landflächen, große Landmassen für den Export und andererseits eben für Subsistenzwirtschaft. Welche Verluste entstehen jetzt durch Waldbrände? Yeah. Man muss unterscheiden, vielleicht von der Intensität des Brandes. Brände können ja auftreten als reine Lauffeuer zum Beispiel oder Bodenfeuer, wenn es um Grasland geht oder um die Savannen geht. Und wenn wir von Waldbränden und von einer anderen Art die Intensitäten dann noch viel höher sind, dann wird dort die Vegetation der Wald als solches zerstört, damit eben auch die Lebensgrundlage für die Bevölkerung zerstört. Und die Intensitäten, die von diesen Bränden ausgehen, können natürlich auch dann Weidevieh beeinträchtigen, dass es direkt zu Schaden kommt, oder auch Menschen, die von den Bränden dann eingeschlossen werden als solches, Gebäude, die zerstört werden können, also woher wirklich auch Mensch und Leben oder auch finanzielle Einbußen dann entsprechend hinzunehmen sind.
Der andere Aspekt, der mir noch einfällt, ist, dass die große Artenvielfalt, die eben vorhanden ist, ja auch dementsprechend dann reduziert wird. Also es gibt eben Arten, die sehr stark feuerabhängig sind. Das heißt, denen ihr Bestand und denen ihre Fortpflanzung ist auch davon abhängig, dass sie eben von Brand als solches heimgesucht werden. Auf der anderen Seite gibt es also viele Arten, die negativ davon beeinflusst werden. Und je nachdem, wie stark eben das Feuerregime in einer Region als solches jetzt beeinflusst wird, in die eine oder andere Richtung, kann es eben zu einer Verschiebung des Artenspektrums kommen. Das heißt, man kann auch ökologische Wirkungen dann da feststellen. Und wenn Wald als solches oder Vegetation als solches einmal verbrannt ist, dann kommen natürlich auch eine Reihe von Folgewirkungen dann einher. Das heißt, dass es Erosionserscheinungen auftreten können, weil eben die verbrannte Vegetation auch sehr hydrophob dann ist. Das heißt, Wasser wird eben nicht so stark aufgenommen. Es kommt hier zu einer Veränderung eben der Bodenstruktur. Und das kann in weiterer Folge dazu führen, dass Überflutungen dann auftreten, was gerade im Mount Kenya und in Kenia schon sehr oft der Fall war, in den starken Regenfällen 2011 zum Beispiel, wo dann eben gerade diese entwaldeten Gebiete, die durch, sei es jetzt der illegale Holzschlägerungen oder eben durch Waldbrände auch zerstört worden sind, dazu geführt hat, dass irreparable Schäden einfach aufgetreten sind. Die Arbeit im Projekt FireMaps ist transdisziplinär. Wer ist beteiligt und wie kann man sich die Arbeit im Feld tatsächlich vorstellen? Wie oft seid ihr nach Kenia gefahren? Was habt ihr da gemacht? Wir haben versucht, mit den relevanten Stakeholdern, die rund um so ein Waldbrandmanagement Bedeutung haben, einfach in Kontakt zu kommen. Das ist zum einen eben das Kenyan Forest Service, die eben verantwortlich sind für die Bewirtschaftung der Wälder. Dann das Kenyan Wildlife Service, die jetzt eben von der wildtierökologischen Seite relevant sind und eben auch von der Biodiversität rund um Mount Kenya. Dann haben wir einen akademischen Partner eben vor Ort, University in Egerton, die und sehr stark unterstützen. Und dann mit den jeweiligen Gemeinden rund um Mount Kenya haben wir ausgewählt eben einerseits Gemeinden, die sehr stark von Bränden beeinflusst sind und andererseits eben Gemeinden, die weniger stark von Waldbränden beeinflusst sind, um da einfach auch die Unterschiede in der Wahrnehmung, im Bewusstsein von Bränden herauszuarbeiten. Was für uns notwendig war, wir haben eben mit einerseits Masterstudierenden gearbeitet von Kenia und zum Teil eben auch aus Europa, dass wir versucht haben, einmal die Dokumentation als solches zu Waldbränden zu verbessern. Man kann sich das so vorstellen, dass es sehr viele handschriftliche Notizen einfach gibt. Es ist an diesem Tag dort und dort ein Brand mit so und so viel, mit so einer Größe in dem Gebiet aufgetreten. Aber es gibt keine systematische Erfassung oder Analyse dessen, damit man weiß, zu welchen Jahresbedingungen, zu welchen Wetterbedingungen, an welchem Ort sind denn welche Brände aufgetreten. Weil erst aus dieser Kenntnis heraus kann man in weiterer Folge dann Empfehlungen treffen für das Bewirtschaftung, für das Management, wenn man das Feuerregime einfach eines Gebiets über einen längeren Zeitraum kennt. Weil wir wissen, dass sich das einfach über Jahre sehr stark fluktuieren kann. Und wenn ein Jahr einmal heraussticht, dann kann das nächste Jahr schon wieder ganz anders sein. Also hier braucht es lange Zeit rein. Und das war ein großer Aufwand, einfach durch viele Helfer vor Ort, einfach einmal diese Daten zu sichten, zu dokumentieren, zu digitalisieren und so verfügbar zu machen. Und über welchen Zeitraum redest du hier? Ja, wir haben jetzt rund 30 Jahre als solches, wo wir versucht haben, diese Waldbrände mal zu dokumentieren. Und das sieht man einfach recht schön auch schon in den ersten Analysen, dass wir eben so ein Fenster haben, das sich von Dezember bis April solches zieht, mit den stärksten Monaten im Februar und März, wo einfach hier die größten Waldbrände in der Anzahl und teilweise auch in der Flächengröße auftreten. Und auf der anderen Seite setzt sich das natürlich dann noch ein bisschen fort über das Jahr hinweg, wo auch Situationen auftreten können, wenn zum Beispiel Winde sehr stark sind oder eben die Humanressourcen nicht vorhanden sind, um diese Brände zu löschen, dann gibt es dort auch mal auch größere Brände als solches über das Jahr. Aber im Prinzip ist der Hotspot im Februar, März. Und da ist es natürlich dann spannend, mit den Gemeinden gemeinsam zu arbeiten, welche Tätigkeiten sind dann sinnvoll in so einem Zeitraum zum Beispiel durchzuführen und welche Tätigkeiten sind weniger sinnvoll durchzuführen. Also wenn die klassischen Brandauslöser, die man kennt, wenn ich sage, ums Honig sammeln, wenn das zum Beispiel geht, oder auch um die Holzkohleherstellung, wenn das genau dann zum Beispiel in diesem Fenster passiert, diese Tätigkeiten, und das gerät dann einfach das Feuer außer Kontrolle, dann kann das sehr rasch zu großen Bränden einfach führen. Wenn man diese Tätigkeiten einfach versucht, in andere Zeiten im Rahmen des Jahres konzentriert durchzuführen, dann kann man hier einfach schon sehr viel verhindern. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, diese Feueraktivitäten über 30 Jahre dokumentiert, da kann man jedenfalls nicht sagen,
ob das jetzt ein natürliches Ereignis ist oder ob es von Menschen gelegt wurde. Ja, sehr oft wird das bewusst diese Ursache nicht dokumentiert. Also das geht es oft darum, weil es hier auch, haben wir festgestellt, es sehr schwierig ist, weil man jemanden anderen auch jetzt nicht negativ anhaften möchte, wenn es um Brandstiftung einfach geht, ja, dann wird die Ursache als solches meistens dann verklausuliert oder gar nicht dokumentiert. Wir haben aber auf der anderen Seite sehr stark auch eben in solchen Fokusgruppen mit den Gemeinden diskutiert und versucht, diese Ursachen für Brandstiftung auch herauszuarbeiten. Und da haben wir einfach von vielen Geschichten und Erzählungen von den Gemeindemitgliedern gehört, wie sie das einfach wahrnehmen. Sei es darum, dass es für sie eine starke Bedeutung hat, die Fruchtbarmachung des Bodens, um die Weide als solches besser zu gestalten, Feuer hier einzusetzen oder eben das Honigsammeln, die Feuerwehr, das illegale Holzkohle herstellen, teilweise auch zum Beispiel das Abbrennen von Zuckerrohrplantagen nach der Ernte, um eben das Ernterücklässe solches zu verbrennen oder auch um das Ausbreiten von Parasiten zu verhindern. Das heißt, da gibt es eine Reihe von Aktivitäten und was ein ganz wesentlicher Aspekt vielleicht auch noch ist, man hat früher sehr stark auch Feuer eingesetzt in der Wilderei oder quasi in der Jagd, was mittlerweile ja rund um den Nationalpark als solches ja verboten ist, aber trotzdem noch immer durchgeführt wird, wo einfach bewusst Feuer gelegt werden, um zum Beispiel die Ranger vom Nationalpark als solches abzulenken mit dem Feuer oder auch die Wildtiere eben in eine bestimmte Richtung zu treiben, um sie dann besser bejagen zu können. Teilweise werden auch dann, wenn solche Wilderer gefasst werden und dann eingesperrt werden, gibt es dann Racheaktionen, wo dann einzelne Gemeindemitglieder dann bewusst wieder den Ranger als solches nachstellen und dann Feuer legen oder zwischen zwei Gemeinden auch. Das heißt, es wird auch Feuer zum Teil als Waffe gegeneinander eingesetzt. Und da ist es natürlich sehr wichtig, glaube ich, dass man auch auf sehr sensible Art und Weise Bewusstsein einfach gestaltet, was kann eben jetzt der Nutzen von Feuer sein und was kann die Gefahr von Feuer sein und wie kann ich das intelligent einfach einsetzen. Und ich glaube, da ist sehr viel Wissen und sehr viel Erfahrung auch vorhanden in den Gemeinden. Und es geht einfach darum, das vielleicht in strukturierter Art und Weise auch darzustellen. Also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die Befehlskette oder die Informationskette, wenn irgendwo ein Waldbrand entsteht. Es gibt einerseits Beobachtungstürme, die von manchen Gemeinden installiert werden, sogenannte Firewatchtowers. Von diesen Beobachtungstürmen wird dann versucht, die Umgebung entsprechend wahrzunehmen, um dann reagieren zu können, möglichst rasch, weil gerade in der Waldbrandsaison, in diesem engen Zeitfenster, ist es wichtig, möglichst rasch so ein Feuer einzudämmen. Ja, solange das Feuer noch nicht so groß ist, ist man möglichst effizient in der Einsatz der Humanressourcen und im Einsatz auch der Brandbekämpfungsmittel. Wenn man hier einen Tag vielleicht später erst so ein Feuer erkennt, dann ist der Waldbrand schon so groß, dass man nur mit unverhältnismäßig großen Aufwand, sei es jetzt da mit Tanklos-Fahrzeugen, mit Helikopter, mit anderen Equipment, so ein Feuer wirklich bekämpfen kann. Und das übersteigt dann einfach die Möglichkeiten der Gemeindemitglieder, die darauf angewiesen sind, mit ganz einfachen Handwerkzeugen, ganz einfachen Instrumenten solche Brände rasch zu löschen. Das heißt, da geht es viel einfach auch um eine strukturierte Art und Weise, wie einerseits Brände überhaupt identifiziert werden können und in weiterer Folge dann auch eben bekämpft werden können. Zur Brandverhinderung möchte ich dir gleich eine Frage stellen, aber vorab noch einmal zum Bewusstsein der Bevölkerung oder der Gemeinden. Welchen Eindruck konntet ihr denn gewinnen innerhalb des eigentlich kurzen Projektzeitraums von 2 Jahren? Haben die Menschen Interesse, ihre Umwelt, ihre Natur zu schützen, gleichzeitig aber nicht verzichten zu müssen auf Lebensstandards? Welchen Eindruck hattest du da? Also ich glaube, den wichtigsten Eindruck, den ich mitgenommen habe, ist, dass ein sehr großer Bedarf einerseits an Training ist, weil sie eben, wir haben dann selber auch solche Übungen durchgeführt vor Ort, wo es darum eingegangen ist, wie kann ich jetzt solche Handwerkzeuge einsetzen, um ein Lauffeuer zum Beispiel oder ein Bodenfeuer
zu bekämpfen. Und da geht es oft dann an Kleinigkeiten, wie ich jetzt diese Werkzeuge einsetze, um den Brand wirklich zu ersticken und nicht auf der anderen Seite vielleicht durch die Zuführung von vermehrtem Sauerstoff das Feuer sogar anzuregen. Das heißt, da gibt es auch ein wirkliches Bedürfnis daran, einerseits praktische Trainings zu bekommen und auch mit den Schulen zum Beispiel gemeinsam. Wir haben die Idee da entwickelt, zum Beispiel für so ein Spiel, wo wir gemeinsam mit den Kindern auch die Gefahren von Waldbrand und die möglichen prophylaktischen Maßnahmen erarbeiten können und wo man quasi von klein auf auch einfach dieses Bewusstsein schaffen kann. Also da glaube ich, da ist ein großes Interesse da. Auf der anderen Seite aber auch haben wir festgestellt, dass es ein großes Bedürfnis auch nach Ressourcen geht, um jetzt Werkzeuge und Equipment anzuschaffen. Also man muss sich ja vorstellen, mit den oft primitivsten Möglichkeiten und Werkzeugen werden diese Brände direkt bekämpft. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie oft es da zu Verletzungen einfach dann kommen kann, weil nicht die entsprechende Schutzausrüstung da ist oder weil gar nicht die entsprechenden Werkzeuge vorhanden sind, wird dann mit normalen Baumzweigen versucht, der Brand einfach solches zu ersticken. Und hier könnte man eigentlich mit relativ geringen finanziellen Aufwand hier schon eine große Unterstützung machen. Was aber bei Weitem natürlich die Möglichkeiten im Rahmen unseres kleinen Projektes, so wie du richtig sagst, schon übersteigt. Ja, aber da könnte man wirklich durch den gezielten Einsatz von solchen finanziellen Mitteln auch sehr viel bewirken. Aber eben in Kombination mit dem Bewusstsein und mit dem Training, weil die finanziellen Mittel fürs Equipment sind vor langer Zeit auch schon mal investiert worden. Wenn das nicht begleitet wird in einer partizipativen Art und Weise, dass man mit der Bevölkerung auch arbeitet und das Bewusstsein schafft, dann nützt es auch nichts, wenn nur die Geräte dort wären oder dass jetzt ein entsprechendes All-Terrain-Vehikel dort steht und dann hat man keine Ahnung, wie man das bedient oder es fehlt dann am Diesel, um das zu betreiben oder andere Dinge einfach dann. Ja. Du hast schon gesagt, Mount Kenya ist eine wichtige touristische Ressource für das Land. Habt ihr auch mit der Regierung zusammengearbeitet oder hat hier die Regierung Interessen zu investieren in zum Beispiel eben, wie du sagst, Instrumente oder Schutzkleidung? Also wir versuchen das vor allem jetzt mit dem Kenya Forest Service gemeinsam dieses Thema anzugehen. Es gibt hier einerseits solche regionale Fonds, die nach solchen Projekten anfragen und wo man die Möglichkeit hat, auch hier solche Kollaborationen zu unterstützen. Da braucht es oben sehr oft eine wissenschaftliche Grundlage, um einfach zu sagen, okay, das sind die Fakten und auf Basis dessen würden wir jetzt gerne das und das tun. Das ist eben mit einer Idee gewesen. Rhoda Biretsch, eine unserer Projektpartnerinnen eben auf der Egerton University, ist eben hier in Verhandlungen gewesen mit entsprechenden Vertretern der Regierung, um hier so ein Projekt zu lancieren. Bis jetzt waren wir noch nicht erfolgreich, da sagen, ja, okay, ihr bekommt die und die Ressourcen. Aber ich glaube, ein erster wichtiger Schritt ist, dass man einfach einmal diese Grundlagen und diese Fakten als solches darlegen kann, wo man einfach dann nicht drüber hinweg diskutieren kann, wie viel Brände jetzt auftreten oder wo sie auftreten, weil oft wird das dann meistens abgetan, ja, man weiß eigentlich gar nichts, ja, oder man weiß nicht, in welcher Intensität und wo und wer wirklich betroffen ist. Und wir können eigentlich recht gut jetzt sagen, welche Gemeinden sind davon betroffen, in welcher Intensität, welcher Schaden und so weiter und welche Notwendigkeiten dann da sind. Und vielleicht, also das hoffe ich, dass wir bis zum Projektende das noch als solches initiieren können, dass wir hier solche regionalen, von der Regierung dotierten Fonds auch nutzen können. Das wird sich zeigen. Ich wollte dir eine Frage stellen oder will dir immer noch eine Frage stellen zum Feuerlöschen. Vorab aber, weil du jetzt erwähnt hast, eine Kollegin würde mich noch brennend interessieren, wie die Anzahl weiblicher Kolleginnen generell im Projekt ist oder auch in diesem Feld. Also ich kenne oder lese oft nur von Forstwirten. Gibt es da Forstwirtinnen? Ökologinnen gibt es ja schon mehr, aber auch Ranger hast du erwähnt, ja. Sind das, wie hält sich das denn so die Waage? Ja, also wenn man generell, wenn man in die Gemeinden, ich fange mal dort, wenn man sich das anschaut, dann gibt es ja von den ganzen Landnutzern, auch wenn ich jetzt immer Landnutzer sage, solches kann man, ob es jetzt die Weidetierhaltung sind oder ob es jetzt Honigsammlung geht oder Feuerholz sammeln, dann ist das meistens so, dass das sehr gleich eigentlich auf beide Geschlechter als solches aufgeteilt ist. Wenn wir es auf Projektbasis anschauen, dann haben wir bewusst darauf geschaut, dass gerade die involvierten Studierenden zum Beispiel auf kenianischer Seite, dass wir hier weibliche Mitglieder bewusst gefördert haben, einfach um auch, so wie du es richtig angesprochen hast, dieser etwas männlich dominierten diesem Feld, wo es um Waldbewirtschaftung geht oder auch gerade in der Waldbrandbekämpfung,
dass einfach durch die körperliche Anstrengung natürlich auch oder auch durch die Bewirtschaftung im Wald, wo es sehr oft einfach auch um den Einsatz von Körperkraft geht, dass wir da bewusst auch einfach die weibliche Sicht einbringen können in das Projekt. Und das glaube ich, ist recht gut gelungen. Einerseits eben durch die Koordinatorin auf genetischer Seite, Roda Biretsch, und andererseits auch durch die drei Masterstudierenden, die wir von Kenia eingebildet haben, die alle eben weiblich sind. Und das freut uns auch, weil dadurch auch eigentlich auch in den Diskussionen zum Beispiel, die wir dann vor Ort bei Projekttreffen gemacht haben, hier wir auch eine ganz andere Kultur in der Diskussion auch festgestellt haben. Weil es auch wichtig ist, wenn von den Gemeindevertretern eben dann auch männliche und weibliche Mitglieder einfach dann da waren, dann erleichtert das einfach viel stärker die Zusammenarbeit. Hast du irgendein Beispiel? Fällt dir etwas ein, was die weibliche Sicht sein kann oder ist? Etwas, was mich besonders beeindruckt hat, ist, was vielleicht, weiß ich nicht, ob man es jetzt speziell aufs Weibliche beziehen kann, aber was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass wir, muss vielleicht ein bisschen ausholen, Kenia ist ja sehr stark christlich dominiert, ja, also hat ja über 80% des solches sind Christen, und unsere Kooperationspartnerin in Kenia ist auch eine gläubige Christin, und es war einfach üblich, dass wir alle unsere Projekttreffen, unsere Workshops auch immer mit einem Gebet begonnen haben und mit einem Gebet abgeschlossen haben. Und das ist etwas, wo wir einfach quasi darum gebeten haben, ja, dass Gott einfach die Gespräche auch führen möge und uns leiten möge, und dementsprechend auch diese Einstellung mit der Art und Weise, dass der Glaube jetzt nicht nur etwas, eine Privatsache ist, sondern dass das auch einen sehr starken Stellenwert in der täglichen Arbeit und Zusammenarbeit haben kann. Das ist etwas, was mich sehr stark beeindruckt hat. Das ist nicht etwas, über das man jetzt einfach redet, sondern das man einfach praktisch als solches umsetzt und konkret tut. Und das habe ich einfach sehr schön mitgenommen als Erinnerung. Und ihr habt ihr alle die Freude gemacht und mitgemacht sozusagen, ja, auch wenn jetzt nicht jeder unbedingt religiös ist. Absolut, ja. Ja. Gut. Wasser ist eine kostbare Ressource und eine knappe Ressource. Wie ist es denn, wenn man eben große Brände löschen muss mit Wasser? Wo kommt das Wasser her und wird es dann an anderer Stelle knapp? Ja, das ist eine sehr große Herausforderung, weil ja meistens die Brände auch entstehen zu dem Zeitpunkt, wo eben der Niederschlag sehr gering ist und auch jetzt keine entsprechenden Wasserstellen jetzt vorhanden sind, wo man das Wasser bekommen könnte. Es wird ja versucht, zum Teil das Wasser über lange Strecken dann herbeizubringen. Bei diesen großen Bränden am Mount Kenya, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, ist es dann immer nur mit Unterstützung aus der Luft möglich gewesen, die aber eigentlich jetzt nicht wirklich dafür gedacht waren, dem Brand als solches zu löschen, sondern vielmehr eigentlich einen Wasserteppich über so ein Gebiet zu legen, dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten kann. Das heißt, man ist eigentlich dann darauf angewiesen, wenn solche großen Brände mal außer Kontrolle geraten, dass man eigentlich auf den Niederschlag nur hoffen kann, dass der Brand als solches auch wirklich dann gelöscht werden kann. Anders geht es eben nur, so wie ich gesagt, ein bisschen Feuerdreieck, Sauerstoff, Vegetation oder eben Hitzequelle. Man kann eine dieser drei Komponenten entfernen. Das heißt, ich entferne entweder den Sauerstoff, das kann ich eben durch Abdecken als solches machen, wenn ich mit solchen Handwerkzeugen und solchen Klappern zum Beispiel einfach den Sauerstoff wegnehme. Ich kann die Vegetation entfernen. Das wird dadurch durchgeführt, dass zum Beispiel dann Brandschneisen gelegt werden. Und wenn diese Brandschneisen gelegt werden, dann kann sich das Feuer auch nicht weiter ausbreiten. Es wird sozusagen gestoppt und es gibt dann eine künstlich angelegte Barriere. Über diese Brandschneise kann das Feuer sich nicht weiter ausbreiten. Und die dritte Möglichkeit wäre eben, die Hitze zu entfernen. Das ist eben dann das Wasser, dass man versucht eben durch Wasser die Hitze zu reduzieren und dementsprechend den Brand zu löschen. Das ist aber etwas, was eigentlich oft nur in sehr geringem Ausmaß einfach möglich ist. Sie haben auch die Gemeindemitglieder zum Beispiel entsprechende Löschrucksäcke. Das sind so kleine Rucksäcke mit einer Spritzpumpe, wo man auch versuchen kann, eben solche Schneisen wieder in den Wald zu legen, um eine Waldausbreitung zu verhindern. Also nicht, um den Brand zu löschen, sondern einfach nur zu benetzen, die Oberfläche, damit dort eben der Brand sich nicht weiter ausbreiten kann. Und diese Techniken, wie man hier entsprechend vorgehen kann, müssen eben auch geschult und trainiert werden, weil es für viele einfach vielleicht alle paar Jahre mal passiert, dass man in so einer Situation ist, in so einer Bekämpfungssituation, und wenn man das vorher nicht geübt oder nicht trainiert hat, das ist in Österreich bei uns auch nicht anders, die Freiwilligen Feuerwehren üben auch immer mit ihrem Equipment und versuchen, solche Situationen entsprechend nachzufinden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil einfach der Ausbildung.
Wie oft brennt es? Ja, also wenn wir uns Mount Kenya jetzt anschauen, jetzt nur mal das Gebiet rund um Mount Kenya, dann werden die einst im Durchschnitt werden die Waldbrände rund 220 Hektar oder sowas groß. Das kann aber nach oben natürlich entsprechende Ausreißer geben. Also riesengroß eigentlich. Von der Größe her und von der Anzahl her. Du hast schon gesagt, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil die Ursachen sehr unterschiedliche sind. Ja, genau. Dann würde ich sagen, im Schnitt als solches in diesen Waldbrandmonaten Februar, März werden wir rund 50, 60 Brände vielleicht haben als solches. Und über das ganze Jahr hochgerechnet werden das dann sicher 200, 300 sein in diesem beschränkten Gebiet. Ja, wenn man das auf Kenia hochrechnen würde, wären das natürlich Tausende dann. Ja, aber daran sieht man einfach schon, dass wenn jetzt da 50 oder 60 solcher 200 Hektar großen Waldbrände auftreten, dass hier große Gebiete einfach dann potenziell betroffen sind und dann auch hier die natürlichen Ressourcen der Landbevölkerung auch davon entzogen werden dann. Ja. Wobei natürlich jetzt nicht alle von diesen Bränden, wie ich vorher gesagt habe, auch unmittelbar einen Schaden und eine Gefahr verursachen müssen. Manche von denen können ja auch bewusst jetzt im Weideland oder im Grasland als solches auch einen positiven Effekt haben und dementsprechend keine zerstörerische Wirkung haben, wenn sie gut kontrolliert als solches durchgeführt werden. Mhm. Von denen ich jetzt gesprochen habe, das waren jetzt hauptsächlich die Brände, die auch wirklich Wälder und solche Ressourcen dann auch wirklich zerstörende Wirkung haben. In der einleitenden Erklärung vom Ökologen Christian Berg habe ich erfahren, dass es nach einer Brandrodung oder nach einem gewünschten Brand, nach einem gelegten Brand sozusagen, ziemlich lange Zeit braucht, bis sich die Erde und also die Biodiversität erholt. Wie ist es denn, wenn es jetzt, so wie du sagst, so oft brennt? Kann sich überhaupt die Erde erholen? Und was macht man dann eigentlich nach so einem Brand? Ja, das hängt sehr stark eben vom Ökosystem ab. Das heißt, wenn das ein Ökosystem ist, was angepasst ist an Feuer, das heißt, wo die Vegetation auch das Feuer braucht, um dementsprechend sich entwickeln zu können. Man spricht da zum Beispiel eben von dem Phänomen der Serotonie. Kennen wir auch zum Beispiel von amerikanischen Nationalparks, wo die Kiefernzapfen als solches nun unter der Einwirkung vom großen Feuer auch dann wirklich sich öffnen und dann erst die Samen freigeben und eine neue Vegetation entstehen kann. Genauso auch natürlich ganz andere, ob es jetzt grasige Vegetation ist, die wirklich unmittelbar darauf wieder austreiben können oder Baumvegetation, die entsprechend mit Stockausschlag reagieren kann und hier die Vegetation sehr rasch eigentlich grünt. Das heißt, das sind feuerangepasste Ökosysteme, die damit sehr gut umgehen können. Hier ist dann nur die Herausforderung, wenn sich das Feuerregime und diese Wiederholungsintervalle eben verkürzen. Das heißt, dass diese Selbstregenerationsfähigkeit des Waldes sehr stark beeinflusst wird. Dann kann es hier wirklich dazu kommen, dass zum Beispiel invasive Arten das Ökosystem sehr stark beeinflussen, durch diesen Kreislauf dann durchbrechen. Und dann kann sich das System, dann ist es quasi irreparabel als solches, dann kann man es auch als solches nicht mehr zurückführen. Wenn Ökosysteme als solches nicht vorher angepasst sind, dann sind solche Auswirkungen besonders gravierend. Also wenn man jetzt die Parallele zum Beispiel zu Österreich nimmt, wir haben alle unsere Wälder als solches sind jetzt nicht vorher angepasst. Also bei uns wird es sehr oft Waldbrand als eine sehr starke Beeinflussung der Leistungen des Waldökosystems gesehen, gerade im Gebirgsland. Ja. Und dort dauert es dann oft mehrere hundert Jahre, um als solches dort auch wieder einen guten Baumbestand als solches zu etablieren, der auch die Schutzwirkung als solches dann wieder erfüllen kann. Und manchmal kann es irreparabel verloren sein, wenn die Humusschicht als solches verloren gegangen ist und nur mehr der nackte Fels da ist. Dann gibt es hier gar keine Möglichkeit mehr, hier einen Waldbestand als solches heranzuziehen. Da könnte man nur mit sehr aufwendigen ingenieurbiologischen Maßnahmen, wo dann mit Hydrosaat oder mit anderen Aspekten versucht wird, hier wieder eine Vegetation als solches anzubieten. Das ist aber einfach für Kenia einfach nicht möglich wäre als solches. Also da muss man wirklich sehr stark schauen, wie stark sind die Ökosysteme an Feuer angepasst und wie stark müssten sie eben darunter leiden. Eine abschließende Frage noch an dich. FireMaps, das Projekt hat 2 Jahre gedauert.
Welche Ergebnisse habt ihr erzielt? Was kannst du so abschließend, abrundend zu dem Projekt sagen? Zum einen haben wir mal die Grundlagen für die Erstellung von sogenannten Waldbrandgefährdungskarten entwickelt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, für die unterschiedlichen Regionen rund um Mount Kenia zu dokumentieren, in welcher Intensität, in welcher Art, wo treten Brände auf, was sind die wesentlichen beeinflussenden Faktoren, sei es die Vegetation, sei es die Wetterbedingungen, ob es Temperatur, Niederschlag ist oder eben auch die menschlichen Faktoren. Das heißt, wir können solche Gefährdungskarten erstellen, die eingesetzt werden können vom Kenyan Forest Service oder auch vom Kenyan Wildlife Service und von der Regierung, um diese Bewusstseinsbildung konkret mit der Bevölkerung auch weiter zu treiben, selbst wenn das Projekt einmal dann zu Ende ist. Es gibt einfach diese Grundlagen und auf Basis dessen können dann weitere Schritte gesetzt werden. Das Weitere, was ich vielleicht auch noch erwähnen will, ist, dass wir neben dieser wissenschaftlichen Grundlagen, die wichtig sind, auch, glaube ich, ein gutes Stück dazu beigetragen haben, dass ein Austausch zwischen diesen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, aber auch seitens der Wissenschaft oder seitens auch der nicht staatlichen Regierungsorganisationen möglich geworden ist zum Thema Waldbrand. Also es gibt jetzt niemanden, der vor Fire Maps gesagt hätte, okay, wir kümmern uns jetzt um Waldbrand, ja, aber einfach durch das Bewusstmachen, dass das eine sehr starke interdisziplinäre Materie eigentlich ist und dass es hier Wissenschaftler, Praktiker, Gemeinden braucht. Da, glaube ich, hat man etwas sehr Gutes initiiert, ein Netzwerk, das auch in Zukunft sich einfach dieses Themas sehr stark annehmen kann. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich. Wer mehr über Waldbrandmanagement von dir erfahren möchte, es gibt die Möglichkeit am 17. Mai bei einer Veranstaltung, die Der Mensch und das Feuer, Mount Kenya Nationalpark heißt. Und da wirst du noch einmal vor Publikum berichten, woran du arbeitest, beziehungsweise auch das Team, die Forscherinnen und Forscher, wie sich hier Wissenschaft und Praxis auch gegenseitig beeinflussen. Und dann kann man auch das Bild vielleicht zum gesprochenen Wort des Solches noch dann bekommen. Dann auch noch sehen. Schön, vielen Dank, Harald Fazig. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute für die Arbeit. Danke für die Einladung. Dankeschön. Hier noch einmal die Ankündigung der Veranstaltung im Naturhistorischen Museum mit Harald Warzig mit dem Titel Der Mensch und das Feuer Mount Kenya Nationalpark. Vortragender ist Harald Warzig vom Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur Wien und Leiter des KEF-Projekts FireMaps. Der Termin ist der 17. Mai um 18.30 Uhr. Es ist keine Anmeldung erforderlich und der Eintritt ist frei. Welt im Ohr hört ihr wieder am 26. Mai. Thank you.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.